Oh, ich danke mich an den 44. Abonnenten, das heißt, es wird ein Let's Play Teil 44 gemacht. Und ich gehe erstmal wieder raus aus der Mine, weil ich ja an 43 wollte ich da ja noch Diamanten oder so suchen, aber fand keine. Jetzt bin ich hier oben, jetzt kann ich hier runtergehen. Hier geht's hoch. Das ist eigentlich ganz schön gebaut, aber hier waren auch Zombies wiederum drin. Guck mal, werde ich aufnehme. Ja, ich nehme auf. Ich sah nur gerade kurz aus, als hätte ich gar nicht aufgenommen, aber jetzt nehme ich ja auf. 40 Sekunden. Meine durchschnittliche Fahrtlänge ist also etwa 22 Minuten, würde ich schätzen. Hier ist Akazienholz, weil hier nämlich das mit dem Behebeln kann ich ja noch nicht abbauen, weil sonst würde ich das alles abernten. Hier sind die Kühe, die sind noch nicht gewachsen. Hier sind Schafe, die ich hier Wolle züchten kann. Und da sind noch Bäume, die ich abholzen kann. Ich habe noch keine Axt, aber deshalb werde ich mein Inventar noch mal leeren, bevor ich da hingehe. Hier, was kann ich denn wegpacken? Das hier kann ich wegpacken, das hier kann ich wegpacken. Bruchstein, die geht nicht. Kann ich nicht weg, aber Eisenerz. Sonst noch wegpacken, was wegpackbar? Erde. Übereinander stapelbar hier. Dieses Spinnenauge. Na, das kann hier nicht rein. Das kann hier rein, allerdings. Kann das Gunpowder, ja. Kann ja auch hier raus und hier rein, weil hier noch ein Gunpowder-Stack drin ist. Eisenbahn sind die auch. Hohes Rindfleisch. Dann muss ich erstmal warten, bis die Kühe gewachsen sind und dann kann ich die nämlich. Oh, das sieht schon ganz gut aus mit der Weizenfarm. Kann man hier schon sehen, ob die gut fertig ist oder noch nicht. Und jetzt habe ich mir das überlegt, ich werde dann immer. Wenn ich dann das neu einsetze, muss ich das immer so. Immer so machen, dass ich hier so reingehe. Hier ist das schon alles so gut wie fertig. Der will nicht wachsen. Aber ich kann einfach hier immer alles abbauen. Und hier vielleicht mit anderen Blöcken markieren hier. Dass ich diese Blöcke abbauen kann. Packe ich mal einen Stein hier rein. Da ist schon mal ein Erdblock reingekommen. Den Erdblock, den packe ich jetzt. Ja, sieht man, wo das dann hinläuft. Essen. Aber der Erdblock, der würde hier ankommen. Hier ist er auch von hier angekommen. Hier landen die ganzen Items. Hier habe ich Akazienholz gepackt. Das können wir natürlich hier auch noch machen. Also mal kurz Akazienholz holen hier. Hier ein bisschen auch noch. Und den einen letzten Block, den würde ich hier mit dem Hebel machen. Aber mir fällt gerade ein Trick ein, wie ich das vielleicht sonst machen könnte. Den habe ich nicht. Das ist mal ein Stückchen. Nein, zum Fackeln brauche ich ja nur. Damit ich nämlich das dann abmachen kann. Dass da auch schön aussieht, ist einfach eine Fackel hin. Also einfach muss ich eine Redstone-Fackel platzieren. Jetzt ist das nämlich gepowert und dann geht es sowieso nicht weg. Weil nämlich hier das Redstone so ist. Hä? Wo ist der Block denn jetzt verschwunden? Hä, da ist er ja wieder. Verstand ich gerade nicht, was da passiert ist. Aber jetzt ist der Hebel so. Da besteht jetzt alles aus Akazienholz. Und ich muss auch eine neue Axt übrigens herstellen. Und jetzt ist sie.
Ist der Hebel aktiviert? Ach, den habe ich nicht aktiviert, deswegen ist jetzt sowieso schon abgeerntet. Habe ich vergessen zu aktivieren, aber jetzt läuft das alles ab. Müsste eigentlich alles abgeerntet werden. Gucken, wie es da jetzt immer da aussieht. Da landen ganz schön viele Items. Erstmal alles weg hier und dann muss ich noch eine neue Truhe herstellen. Hier Holz irgendwo noch? Ja, hier haben wir noch Holz. Damit ich gucken kann, wie viel ein so ein Knopfdruck an Ertrag bringt hier. Da kann ich holen und zack, so viel hat es gebracht. Hier so 64, 264, 6 und dann nochmal 48. War ja noch nicht alles fertig gewachsen, deswegen ist es noch nicht hundertprozentiger Ertrag. Das kommen wir locker 3 Stacks zusammen. Eisen ist fertig, kann ich wieder rein. Oh, hier sind auch noch 28 Samen. Hier sind so viele Samen und Weizen ist auch noch. Weizen kann ich eigentlich auch da unten reinpacken. Hier Weizen und Samen reinkommen. Dann können die hier oben auch noch. Vielleicht habe ich hier noch Samen drin. Hier sind nochmal 44 Stück. Hier ist nur Holz und Samen. So viele Samen brauche ich glaube ich gar nicht. Weil es jetzt dunkel, also muss ich erstmal sowieso schlafen. Vollmond. Eigentlich hätte ich mal, eigentlich könnte man so eine Vollmondnacht vielleicht draußen verbringen, um Slime zu holen, aber ich habe ja schon Slimewelle. Und wie gesagt, das eine mit dem Markieren. Das mache ich jetzt erstmal direkt die Nutze. Kommt er hin. Aber ich muss erstmal den Hebel wieder anschalten, damit ich das Wasser da weggebe, sonst kann ich das nämlich gar nicht. Das Wasser muss erstmal abgeschaltet werden. Hebel muss man runterlegen, damit das Wasser weggeht. Ich kann es natürlich auch nochmal invertieren, das Signal, aber das lasse ich. Jetzt kann ich das nämlich alles wieder neu aufernten oder neu aufbauen. So kommt man daran. Jetzt gilt alles wieder zu bepflanzen und neu zu warten, dass das wieder alles gewachsen ist. Das erste unterste Feld ist das größte Feld. Das hat ja ein 8x8, deswegen sind wir 64 Sektor auch komplett auf. Jetzt geht das nächste Feld los. Da habe ich erstmal für so, sag ich mal, 20 Parts oder so mindestens. Erstmal genug Nahrung. Diese 6 nochmal aufbrauchen und hier nochmal 64 weg. Habe ich einen vergessen, aber jetzt fängt schon an zu wachsen. Und schon wieder aufgebraucht. Braucht doch relativ viele Samen, aber man sieht, das ist schon ganz schön Aufwand, was man hier betreibt. Und jetzt, dass hier alles wieder geht, eigentlich gar nicht mal so langsam. Das dauert nicht lange. Und schon ist das ganze Feld wieder beackert. Jetzt kann ich wieder vom Neuen warten. Und 46 Samen, die ich hier habe, sind übrig geblieben. Jetzt die Weizenkörner. Kommen hier wieder rein. Da kann das ganze Weizen in die Weizenkörner rein. Also, im Moment habe ich ja Steaks, die als Nahrung, weil ich 23 Steaks habe. Was kann ich denn jetzt im Moment noch machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen kann hier. Oder machen soll. Vielleicht noch ein bisschen Sand abgraben, um die Pyramide, ah, die Pyramide muss ich ja noch machen. Die Pyramide muss ja noch fertiggestellt werden. Oh, hier ist alles voll Zuckerrohr. Tag alles. Mal wegmachen hier.
ganze Zuckerrohr einmal platt machen hier. Das sammelt sich ja auch hier. Da habe ich 63 Stück. Und auf der Seite sammelt sich auch noch etwas. Das ist ja noch eine manuelle Zuckerrohrfarm. Und hier hatte ich irgendwie so ein Dungeon oder so vermutet. Da habe ich mich so runtergegraben, aber hier war keiner. Zuckerrohr kann man eigentlich nicht anfangen im Moment. Ich habe jetzt die 64 und 24. Jetzt kann das wieder alles vom Neuen wachsen. Ich habe es einmal abgeerntet. Hier rein damit. Oh, ich habe schon hier über 2 Stacks Eisen. Hier ist nochmal mehr Eisen. Also ich habe schon eine Menge Eisen hier zur Verfügung. Hier über 3 Stacks Eisen. Ich sollte eine neue Eisenspitzhacke machen. Oder auch eine neue Axt habe ich gerade vergessen. Eine neue Eisenaxt. Macht die Werkzeuge jetzt immer alle aus Eisen. Eine Eisenaxt geht low. Vielleicht können wir noch den einen Schwarzeichen abbauen. Na, das ist noch relativ cool. Hier sollen Schweine gezüchtet werden. Habe ich eigentlich immer noch nicht geschafft, irgendwie so 2 Schweine nach. Herzuholen. Jetzt hier noch das Schwarz. Da hatte ich einmal vergessen, das abzuholzen hier. Das sind relativ massive Bäume hier, diese Schwarzeichen. Die sind ja 2x2. Das ist auch schon wieder alles. Gut, wir werden nur dafür auch einen Kürbis und eine Melone. Ganz viel Holz, was sie hier bringen. Nochmal so 33 Holz. Und schon droppt das wieder Setzlinge. Da könnte ich ja noch die Birke da hinten abbauen. In den Zwischenzeitraum. Das ist eine Holzzuchtfarm, wo ich die jetzt 7 weitere hier ist noch ein Fichtenbaum. Da ist noch ein Akazienbaum, da ist noch ein Eichenbaum. Die bringen eigentlich relativ viel Holz. Eichenbäume bringen relativ viele Setzlinge. Den Birken gibt es auch schon wieder einen Setzling. Aber in Schwarzeichen liegt kein Setzling. Und setzt den rein. Da liegt noch einer. Das sind Setzlinge hier rein. Fichten, die werden hier gezüchtet, hier werden die Eichen gezüchtet. Und da kann ich jetzt noch die Akazie abbauen. Da sind Schweine, aber ich habe ja nicht genug. Also die werden ja Karotten brauchen, die. Aber Karotten habe ich ja nur eine. Das heißt, ich brauche mindestens 2, um das zu züchten. Aber erstmal muss ich natürlich auch machen, dass ich auch unendlich Karotten kriegen kann.
Hier kann das, ah, ich habe das Fichtenholz noch, das hier drinnen und das. Also hier ist strikt getrennt hier. Ah, meine Eichen. Eichenholz. Aber Dschungelholz habe ich ja noch nicht übrig, aber ich brauche ja unbedingt. Was ich unbedingt brauche, ist einfach hier Dschungelholz, aber dann muss ich dann erstmal wieder zum Dschungelbiom gehen. Jetzt zerfällt der Fichtenbaum noch in Setzlinge. Da hat wieder ein paar Setzlinge fallen gelassen. Der Fichtenbaum hat hier noch ein paar Setzlinge liegen gelassen. Da steht noch ein weiterer Fichtenbaum. Ich guck mal, ob der noch ein paar Setzlinge gefallen gelassen hat. Hier liegen keine rum. Hochbauen kann ich mir das mit der Erde. Vielleicht kommen da noch Setzlinge raus. Keine springen, da springen keine raus. Kommt auch keiner raus. Kommt nichts mehr raus. Das heißt, ich habe noch 5 Setzlinge hier. Geht der bei Schreibreichen ja auch schon wieder aus. Nochmal ein Schwarzeichen hinsetzen. Ich bin jetzt bei 17 Minuten knapp. Und sind die Kühe jetzt gewachsen? Ja, jetzt sind die gewachsen. Das heißt, ich kann jetzt nochmal. Nein, ich kann das machen, aber. Aber ich muss dann jetzt danach sorgen, dass ich die wieder nachzüchte. Ich muss sie wieder nachzüchten. Da habe ich ja noch 4 Kühe drin. Jetzt habe ich hier 8 rohes Rindfleisch. Ich wollte ja extra 8 sammeln, damit ich dann mit einem Kohlestück genau einkomme. Ich muss hier noch ein bisschen Weizen holen. Was ist jetzt ein Abnehmer 3/4? Ist jetzt wieder. Jetzt kann ich nämlich die Kühe auch wieder nachzüchten. Zack, da sind die Kühe wieder nachgezüchtet. Keine letzten Fackel. Jetzt ist es wieder dunkel geworden. Geboren oder dann ist gespawnt, bin ich wieder hinten auf dem Berg. Und dann habe ich mich hier, da hier dann Lavasee und dann habe ich jetzt hier alles schon so umgebaut. Und dann muss ich natürlich noch ein paar mehr Ideen haben, wie ich das sonst umbauen könnte nochmal. Nachts, weil hier ein Creeper war, habe ich jetzt hier auch Fackeln drauf platziert. Da hinten habe ich auch schon ein bisschen angesiedelt. Aber in den nächsten Parts werde ich mich wahrscheinlich erstmal wieder um Sandabfuhr holen. Oder kümmern. In den nächsten Parts werde ich erstmal wieder Sand holen. Und der Sand ist dazu da, um erstmal wieder die Pyramide weiter, den Boden erstmal auf Sandstein machen zu können. Da bin ich nämlich immer noch nicht fertig, kann ich noch mal kurz zeigen. Sand habe ich ja im Moment keinen mehr. Oh, das ist ein Enderman. Enderman. Was ist denn da? Ein Zombie mit Goldrüstung. Und da ist ein Slime noch wieder drin. Kommt aber keine Rüstung. Und hier ist noch ein kleiner Slime. Schwimmt noch so ein kleiner Slime mit mir mit. Die spawnen im Sumpfbiom nach. Der Enderman teleportiert sich ja hin und her. Tagsüber. Wir brauchen ja nicht töten, weil ich die ja züchte. Aber ich wollte ja die Pyramide zeigen.
Creeper, da ist ja noch ein Creeper. 20 Minuten Aufnahme übrigens. Und wieder ein bisschen Gunpowder holen. Ich habe wieder zwei Stücke da gelassen. Die Pyramide steht schon seit Tag 15 so, ist aber immer noch nicht fertig. So sieht die im Moment aus. Also ich bin jetzt hier nur etwa bis zur Hälfte gekommen, oder bis mehr als die Hälfte hier. Den Sand, die Erde hier, unsere Steine hier zum Sandstein umzusetzen. So sieht die im Moment von drinnen aus. Muss ich erstmal die dann weitermachen. Deswegen werde ich in den nächsten Parts erstmal wieder Sand holen. Oder den Eingang könnte ich vielleicht am besten genau mittig verlegen. Mache ich hier dann vielleicht auch, dass der Gang, Eingang genau mittig ist. Steaks ist eigentlich eine relativ leicht bekommbare Ressource, weil ich ja mit den Kühen das ja hier immer nachzüchte und dadurch auch unendlich viel bekomme. Hier sind nochmal 8 weitere. Dann nochmal ein Schleimball und dann nochmal 4. Na, der Schleimball, der kann hier rein. Ich hoffe mal, dass euch gefallen hat, dieser Part. Das ist gerade unser Hund. Dann geht es wieder nach oben. Dann zeigt es mir auch mit einem Like und Favo. Und ein Abonnieren wäre auch nicht schlecht. Dann bis dann und ciao.